Herzlich willkommen zurück zu Teil 35 und ja, wir sind immer noch hier, also wir haben unser ganzes Zeug jetzt gerade schon eingesammelt und wir warten eigentlich nur noch. Ach, der ist schon fertig. Gut, okay. Der ist fertig. Oh. Da ist auch wieder nichts. Es ist zu kurz. Eisenbarren. 18 mal das da. Also wie gesagt, wir gehen jetzt noch einmal runter. Und ich brauche irgendwas, wo ich noch ein bisschen was an Punkte kriege. Egal was, Hauptsache irgendwas mit Punkte. Ich will zumindest diese 30 Punkte haben. Scheiße. Was ist das? Schwarzpulver, cool. Ist in Ordnung. Nehme ich dankend an. Ja, also wenn wir runtergehen, müssen wir vielleicht dann eventuell irgendwann wieder mal ein so ein Ding mitnehmen. Also das ist ja scheiße. Geht so auch rüber. Ich würde sagen, wir gehen mal. Wir gehen mal da weiter. Also ich brauche irgendwas, wo ich dann zumindest hier meine 30 Punkte kriege. Sehr gut. Wunderbar. Ist nichts mehr. Ich nehme natürlich alles gerne mit, was irgendwie. Was ist das jetzt? Ach, das ist Achkalena. Ja, leck mich doch. Das sieht alles gleich aus, ey. Natürlich alles schön mit. Jetzt haben wir wenigstens so wieder ein bisschen Galena-Ohr. Nehme ich mit. Man hört's, aber man sieht's nicht. Wie immer. Wie gesagt, ich will diese 30 Punkte und jetzt habe ich sie endlich. Sind wir
auch lang gelaufen. Ich nehme mal noch ein bisschen Kohle mit, weil ich glaube, es wird wieder mal Zeit. Eins weg da. Das hat sich wohl dann gerade erledigt wieder. Leckt mich. Puh. Mach doch mal ein bisschen breiter. Toll. Die sind doch selten dämlich, die Dinger, oder? Guck dir das an, die Frecken von freiwillig schon. Die Frecken freiwillig. Ist ja geil. Also wenigstens den Orner haben wir mitgenommen. Was ist das? Schlampe. Was ist denn das für ein Scheiß? Tungstenuhr. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nämlich alles. Mir schnurz. Außer Alu, da haben wir genug. Was war das? Kinderbauer, das ist in Ordnung, alles her mit. Gut. So. Jetzt sind wir hier. Hab schon gedacht. Ich gehe mal davon aus, dass das zum habe ich voll Idiot die Kiste da unten nicht mitgenommen. Oh, ich Depp, ich Blöder. Ja, das war mir klar, dass das das ist. Das habe ich mir fast gedacht. Tja, dann würde ich sagen, das ist La Pizza Zuli und damit bestätigt sich das dann auch wieder mal. Hier ist der Lavafluss, hier ist die Erde und da war es La Pizza Zuli. Also es kommt halt immer wieder mal, dass das wirklich dann passt. So, aber ich habe jetzt im Prinzip das, was ich wollte. Oh, Entschuldigung, das nehmen wir natürlich mit. Und zwar alle zwei Sachen. Das sind diese Erdelemente oder diese Elementehalter. Luft oder Wasser oder was auch immer. So, irgendeinen Scheiß lassen wir jetzt doch. Ich weiß nicht was. Wie wär's damit?
Das wäre dann ja wohl Rubin. Muss ich glaube, die blaue hatte ich nicht dabei, ne? Nee. Dann kann man es auch lassen. So, den roten haben wir dabei. Also dann gehen wir jetzt auch gleich wieder nach oben. In die Heimat. Zu geil, guckt die blöde Sau da rein. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ja, ey. Hund fragt da. Das ist Galena. Tungstendurst. Silber. Kilberdurst. So, dann machen wir doch gleich dann Lied neu. So, das wäre das. Das Quecksilber. 17 mal Galena. Nehmen wir noch das Ferröre Öhr. Einmal Silber zu mitnehmen. Da gleich noch mal 17, dann haben wir schon wieder 28. Siehst du, das ist doch ein Wort. Tungsten Dust. Das dauert noch ein bisschen. Dann nehmen wir noch mit. So, da sind wir auch schon in der dritten Reihe, das ist auch gut. Dann hätten wir hier eine Kugelchen. Viermal Quarz. Ich glaube, der Staubdingsbums war drüben in der anderen Kiste. So, dann hätten wir hier noch 9 grüne. 3 von denen. Nikolait. 2 von dem Tungsten Dust. Redstone. Der kommt da drauf. Die 2 Raude da. Den nehmen wir natürlich mit. Und die Eisen nehmen wir natürlich auch. So, es wächst langsam. Langsam wächst es wieder an. Das ist gut. So, hier hätten wir wieder mal ein paar von denen. Ja. Wir müssen jetzt alte Geraffel, weil wir haben 2-mal Schwarzpulver. Dann gehen wir hinter an die andere Kiste. Was ist denn das überhaupt für ein Scheiß? Ah, Minium-Scherbe, alles klar, Servus. Bruchstein, da wollte man hin. Nummer 64. Wolle und Erde. Kommt dahin. So, jetzt hätten wir noch Schleimball. Dann hätten wir die Aluminiumscherben, die sind hier unten. Und wir brauchen Redstone. So. Jetzt sieht die Sache doch schon für Mobil besser aus. So. Jetzt könnte man natürlich den Bogen verzaubern. Na, also wenn, dann machen wir neue Bohrer. Also das steht ja mal sowas von fest. Oder haben wir da gerade eine dritte? Nee, ne? Steinhacke. Diamantspitzhacke. Diamantschwert. Puh. Ja,
dann machen wir uns definitiv einen neuen. Wir haben sowieso viel zu viel von denen blöde Fäden. Von daher egal. So, dann nehmen wir jetzt den Bogen. Schlag 2, Stärke 4. Na, das ist doch mal ein Wort. Und zumindest 2 Dinger drauf. Das ist in Ordnung. Das ist super. So, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So. Machen wir das mal so. So. Okay. Dann machen wir das jetzt mal so. So. Und so. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was ich hier an Wolle drin habe, an Weiser. Das sind, oh, das ist einiges, das ist gut. Wahrscheinlich müssen wir da drüben noch ein bisschen was holen. Weil... Ja. So, wir haben alles draußen. Weil wir brauchen jetzt definitiv habe ich Bette bei gut. Weil wir wollten ja jetzt unser Ding weitermachen. Ich würde sagen, wir fangen das hier an. Weil dann brauche ich da hinten nämlich keine Tribüne hinmachen. Ul! Du ist ja. Du ist ja offen. Da ohne. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also wir brauchen definitiv ungerade Zahl. 12. 13. 13. Boah, Alter, ey, das ist gar nicht so einfach, ey. Das immer so und so. Ich muss erst einmal mal so, nehmen wir mal an, wir gehen, machen wir mal noch 2 rüber. So, so. Hier wäre die Mitte. Das ist hier absolut genial, was ich da jetzt gemacht habe. Naja. So, ja. Drei, vier.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Ich würde sagen, das ist schon fast gut. Das lassen wir so die Länge. Genauso lassen wir die Länge. So, sehr schön. Also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal den Tennis-Court, also den wollte ich ja unbedingt machen. Dann machen wir hier die Hälfte. Jetzt machen wir hier 2, 3, 4, 5. Den nehme ich bitte mit. So. Gut. Erst einmal legen wir uns jetzt hier. So viel stellen wir fest. So, ich würde mal sagen, genau so bleibt das. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. So. Gut. Ich denke bloß, dass wir dann noch einmal rüber müssen, definitiv noch weiße Wolle holen, weil ich, so viel stelle mal definitiv fest, weil ich die Wolle, was ich dort habe, diese 83 Stück, die werden definitiv nicht reichen. So, jetzt haben wir, das ist ja jetzt die Mitte. Da habe ich jetzt 3, 5, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, so. So, das wäre jetzt also die Fläche für den Tennisplatz. Und der reicht mir vollkommen. Dann machen wir hier gleich mal die ganzen Dinger neu. Und wie gesagt, wenn wir das ein bisschen anders abhalten mit dem Ding. Aber wie gesagt, das zeige ich dann
wahrscheinlich im nächsten Video, weil ich, wie gesagt, ich wollte ja nicht mehr so lange aufnehmen. Und ich mache jetzt gerade noch hier das alles fertig. So, also mir knapp die Hälfte, das heißt, wenn ich zwei Stacks mitnehme, müsste es reichen. Das heißt, wir gehen sofort an die Schafzucht. Oh, lieber Gott, ey, die sind ja alle nur nicht mal richtig. Oh ja. Oh ja. Nehmen wir mal alle drei mit, der Rest bleibt da. Punkte. Ab in die Heimat. So, gehen wir raus. So. Ups. So, also die reicht auf jeden Fall. Ich tue dann die restliche, tue mal gerade wieder in die Kiste. Ne? Ich glaube, da drüben in der anderen Kiste, in der Schafsuchte, wenn wir noch mehr als genug Weise wollen, ne, kriege. Wenn was drauf ohrliche wird. So, ich glaube, wir haben alles. So, ja, da müssen wir dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 15 Stück, wenn wir haben, das wäre nicht schlecht. Ja, wir brauchen definitiv 15 mal Eisenzaun. Ich glaube, 12 Stück habe ich hier, wenn ich mich nicht täusche. So, also da habe ich mich um einiges verschätzt, aber das ist ja egal. Ist halb so schlimm. So. 14. Leck doch die Welt am Arsch, ey. Da kriegst du doch die Krise, hey, welche dem eine schwule Drecksding, du. Meine Herren, hey. Naja, was soll's, hat er gesagt, ne? Was soll's. So. Dann haben wir natürlich sofort. Stück. So. Also wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ist das es nicht. Und jetzt sieht die Sache doch schon viel besser aus. So, jetzt kommen wir zu der Sache, was ich vorhin gesagt habe, dass wir jetzt anders da machen. So, ich brauche jetzt erstens mal. Na komm, da kommen wir zu Auflassen, das ist egal. Als erstes mal gehen die fünf Eisenzäune zurück. Jetzt brauche ich Folgendes. Und zwar für meine Anzeigetafel brauche ich Basalt. Für die Wand außenrum. Boah, ich weiß nicht, soll ich das Ding nehmen? Marble? Nee, dann nehmen wir wieder. Dann nehmen wir definitiv Bruchstein. Und da werden wir jetzt einiges brauchen. Man könnte natürlich auch diesen riesigen Sand nehmen, aber der Boden ist ja so, das gefällt mir sowieso schon nicht. Warte mal.
Okay. Wir brauchen hier praktisch. Das ist der Stuhl. Faul. Da kommt jetzt die Bank für die Spieler hin. So. Da sitzt dann der Schiedsrichter oben drauf. Da kommt auch noch ein halber Block neu, also so ein halber, wisst ihr schon, ne? Habe ich jetzt aber gerade nicht dabei, also von daher, pups, egal. So, jetzt kommt die Sache. So, das machen wir genau bis dahin und nicht anders da. Jawohl, passt. Wird zwar vielleicht ein bisschen eng, was das Ding-mäßig angeht, dahin, aber. So, jetzt haben wir da 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da könnten wir jetzt ein bisschen weiter hinter. So. Eins, zwei, drei und so. Also da kommt dann die Tribüne oben drauf. So. Ja gut, den kann man lassen. Ich muss sowieso weiter nuf. Von daher passt das schon. So, jetzt kommt die Sache. So, das wäre der da. So, also wie gesagt, ich zeige euch nur kurz, wie ich das meine. Das gibt's aber dann. Ich mache dann natürlich im nächsten Video weiter. Das ist ja klar. Weil ich habe schon wieder über 5. Ich habe jetzt 34, 35 Minuten ungefähr. So, jetzt nehmen wir den Basalt. Das ist dann das, wo dann die Anzeigetafel ist praktisch. Sagen wir, machen das vier Stück hoch, das passt dann schon. Also das ist praktisch jetzt hier für die Anzeigetafel. Jetzt müsst eigentlich nur noch praktisch nur noch hier das Ding anpassen. Aber wie gesagt, das gibt es dann auch erst im nächsten. Ich mache jetzt gerade noch das die eine Reihe da oben fertig, dass man mal sieht, wie das ungefähr funktioniert. So. Also so bleibt es jetzt definitiv dann. Und hier hinten dran, so schräg nach oben, kommt dann die Tribüne. Genauso wie hier. Und wieder drüben nach links rüber. Das heißt, wir dürften da eigentlich gar nicht drauf treffen. Also wie gesagt, wir machen da gar nicht lang rum. Ich mache da auch bloß 4 oder 5 Reihe höchstens. Das reicht vollkommen aus. Und ja,
Das seht ihr dann aber erst im nächsten Video. Und wir machen hier jetzt einen Cut rein. Und mal gucken, wie das jetzt. Ja, der Tennisplatz sieht gut genug aus. Das passt so. Das bleibt genau so, bleibt's. Also wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Video, machen wir das dann fertig. Beziehungsweise wir machen es weiter. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und grüßt mir die Hühner.